Denn wie, Herr Schmidt, hieß die Währung der DDR? Hieß sie A, Ostmark? Hieß sie B, SED-Mark? Hieß sie C, Mark? Oder hieß sie D, Konsummarkt? Mark. Hier steht Markt. Konsummarkt. Also es war auf keinen Fall SED-Mark und es war auf keinen Fall Konsummark. Wieso nicht? In die Ostmark sind wir doch einmarschiert, oder? Jetzt kommen wir zum Wichtigen. Das hier ist Departure Nürtingen. Nürtingen ist einer internationaler Knotenpunkt, deswegen ist ganz wichtig Departure. Für alle, die noch nicht genau wissen, von den Wallfahrten, von den Prozessionen, von den Heiligsprechungen, wo liegt Nürtingen? Das ist das deutsche Reich, das ist die Karte von Deutschland in den Grenzen von 2001. Von der UNO anerkannt und auch so gewünscht. Leicht, bekömmlich. Wieso trinken wir eigentlich ein österreichisches Bier, wenn es der deutschen Wirtschaft schlecht geht? Sind wir schon wieder so weit? Oh. Oh. Ich habe nicht gesagt, wie weit, sondern so weit. Und gefragt. Man wird ja noch fragen dürfen. Heute habe ich in der FAZ im Foto einen Artikel gelesen, da war der erste Satz, hat Guido Westerwelle Adolf Hitler verursacht. Hast du auch gelesen? Nee. Ich habe es nicht weitergelesen, dann, den Artikel. Wenn Sie mal suchen bei sich im Zeitungsstapel, Feuilleton FAZ von heute, hat Guido Westerwelle Adolf Hitler verursacht? Ich würde sagen, nein, oder? Nee, also ist doch später geboren, ne? Wer? Westerwelle? Westerwelle. Ja, natürlich. Ja, eben. Merkwürdige Frage. Ja, ganz schön blöd. Diese Frage steht im Raum. Echt? Ja. Was für ein Thema? Weiß nicht, ich habe nur so rasch durchgeblättert, wo mein Name steht auf dieser Seite. Ja. Und war heute aber nichts drin. Ja. Nee, ich glaube, wir stellen dieses Blatt bald ab. Ja. Stimmt's? Sehr richtig. Jetzt richtig. Straßburg. Straßburg ist... War mal deutsch. Es war mal deutsch. Ja. Ja, da wird aufgeregt, als hätte ich gesagt, Adolf Hitler war mal deutscher Reichskanzler. Was auch der Fall war. Um Gottes Willen. Der Satz, Straßburg war mal deutsch, gibt Aufregung, Empörung und Parteiaustritte. Ich glaube, weil du so viel hilfst, deswegen die Empörung. Nein, das Publikum hat angefangen mit helfen. Also Bordeaux hier unten, ich bin mir echt nicht sicher. Wir beeinflussen nicht, bitte Silenzio. Bordeaux, die pulsierende Metropole am Mittelmeer. Nein, das ist Bordeaux. Ja, da kommt der Bordeaux her. Eben, gell? Lasse, der Bordeaux kommt aus Bordeaux. Straßburg hier. Ruhe! Verdammt nochmal! Das gibt's doch nicht. Oder? Gewonnen. Gewonnen. Diese CDU-Sympathisanten leben nur von Störrufen. Nehmen Sie Platz. Bitte. Danke. Als Siegerin. Straßburg, am Mittelmeer, Bordeaux an der Grenze zu Deutschland und der Schweiz und Marseille, der große U-Boot-Hafen am Atlantik. So ähnlich muss auch die Karte der deutschen Wehrmacht ausgesehen haben. Interrail. Wir haben schon mehrfach an dieser Stelle darüber berichtet. Erinnern Sie sich, ja? Das Interrail-Ticket. Sie wissen doch, dieser Pass zahlt man einmal, kann vier Wochen umsonst durch ganz Europa fahren. Interrail war ja eigentlich doch eine Erfindung für Leute, die fürs Trampen zu hässlich sind. Mein Rekord, 23 Stunden an der Autobahn bei Avignon.
War aber nicht so schlimm, weil der Urlaub bis dahin war auch schon scheiße. 23 Stunden in Avignon, 4 Wochen mit einem Ticket durch ganz Europa. Früher hieß das Wehrmacht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Vorschläge zum Thema. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. 40% der Wähler sind noch unentschieden. Das ist die Information. Verstehen Sie, die Prämisse, auf der das Feuerwerk der Pointen jetzt gezündet wird. Und Sie sagen bitte, nee, wollen wir hören oder ist ja ein Hammer, sag ich nochmal. Okay, 40% der Wähler sind noch unentschieden. Das heißt, Sie wissen nicht, ob Sie bis Sonntag doch noch rüber machen. Durchgefallen. Okay. Nichts gegen Sachsen-Anhalt, aber diese schlimme Vergangenheit hat man dort immer noch nicht bewältigt. Überall diese Luther-Denkmäler. Weg. Viele in Sachsen-Anhalt können am Sonntag nicht zur Wahl gehen. Sie haben noch einen dicken Kopf von der Geburtstagsfeier am Tag zuvor, dem 20-Schnappeln. Würden wir machen. Doch, ja. Doch, doch. Zwei Kolleginnen, ein Kollegen hier im Team sind am Boden zerstört, sind zerknirscht. Ja, 20% für Jean-Marie Le Pen. Sie haben es alle mitgekriegt? Darüber können wir in Deutschland nur lachen. Sie nicht, ich merke es ja, die Zeiten sind... Ich kann Sie aber beruhigen, falls Sie jetzt schon auch auf die Straße gehen wollen, auf die Stirn schreiben, ich schäme mich. Viele Franzosen laufen jetzt durch Frankreich und haben auf die Stirn geschrieben, ich schäme. Das wäre im Prinzip in Deutschland generell mal wünschenswert, unabhängig von Wahlen. Ja? Dass Sie einfach 80% der Bevölkerung auf die Stirn schreiben, ich schäme mich, ja, und durch die Stadt laufen. Ja? Aber das Wahlsystem in Frankreich hat ja eine Sicherung eingebaut. Sie haben es mitbekommen, es muss ja jetzt in die Stichwahl. Und jetzt passiert etwas Tolles. Jetzt passiert etwas ganz, ganz Tolles. Die Parole ist jetzt, Monsieur Chirac, ich mag dich nicht, aber ich wähle dich. Um Le Pen zu verhindern. Wäre das nicht auch eine Idee für viele deutsche Spitzenkandidaten? Okay, Sie mögen mich nicht, aber wählen Sie mich. Verhindern Sie noch Schlimmeres. Ja? Also, es kann nicht so, aber wir sind natürlich alle, bisher, also Österreich waren wir jetzt schon böse, ja? Italien sind wir auch schon ein bisschen böse. Jetzt mein Urlaubsland Nummer 1, Frankreich, sollen wir auch noch böse sein? Ja, sind wir denn das einzige Volk, das normal ist? Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Witz, den man in diesen Zeiten gefahrlos machen kann. Die deutschen Autobahnen verrotten. Wenn das der Führer wüsste. Das ist the Kanzler way to do it. Ja. Als Kanzler, obwohl ich mal die coolste, ich muss das ehrlich sagen, also bringst du das nicht politisch in Zusammenhang. Ich sage das jetzt nur mal als jemand, der gerne Bilder betrachtet und versucht, daraus auch Persönlichkeiten zu schließen. Die coolste Art, ja, die ich jemals bei einem Politiker gesehen habe, Kopfhörer zu tragen, war Göring in Nürnberg. Sag ich mal einfach nur mal so vom Bild her. In dieser weißen Jacke, mit dieser dunklen Brille und die Kopfhörer auf. Hallo! Hallo! Göring in Nürnberg wirkte relativ cool, wie er die Kopfhörer auf hatte. Ist man mit diesem Satz schon politisch verdächtig? Nein, du hast ja eine Bildbeschreibung abgelegt. Darf man Göring sagen? Ja. Ja. Also Göring war böse. Ja. Aber das wurde ja nicht immer so gesehen. Ja, aber das ist, der Name ist ja, es gibt ja auch normale Menschen, die Göring heißen. Ja, aber ich meine ja den Reichsmarschall. Ach so. Hermann Göring. In dieser weißen Uniform, mit dieser dunklen Brille, wie der da saß. Also Göring darf man sagen. Ja. Ja. Ich sage, Göring trug die Kopfhörer cool. Mach ich mich da politisch verdächtigt? Leiste ich da Tendenzen Vorschub? Indem du cool sagst, bewertest du es natürlich schon positiv. Also man könnte auf die Idee kommen... Nein, cool kann ja auch heißen, emotional erschreckend teilnahmslos für die Schwere der Vorwürfe, denen er sich ausgesetzt sah. Ich brauche einen anderen Anzug. So. AOL, dieses Foto könntet ihr doch in der nächsten Kampagne ein bisschen größer machen. Das ist mein Lieblingsfoto. Wer verteidigt dann eigentlich Uwe, wenn die Vorwürfe kommen? Er winkt runter auf das Feld. Ja? Das Feld ist zwar leer, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Studiozeit. Muss sehr aufpassen heutzutage. So, jetzt Studiozeit. Und jetzt bin ich auch der Meinung, Argentinien wird Weltmeister.
Nicht nur aufgrund der spielerischen Leistung, sondern weil Argentinien natürlich wirtschaftlich am Abgrund steht und das gesamte Volk sich über diese WM wieder versuchen wird, hochzuziehen. Also wie wir 54. Ja, genau. Ja. Das gefällt mir sehr. Das würde mich nicht wundern, wenn mehrere Leute sich über dich beschweren, weil sie sagen, du hast Argentinien 2002 mit Deutschland 54 verglichen. Ist das denn wirklich schlimm? Es könnte sein, dass anti-argentinische Tendenzen da reingelesen werden, denn dass Deutschland 54 moralisch am Boden lag, hatte ja andere Gründe als bei Argentinien heute. Ja, naja. Heikles Thema. Schreib schon mal einen Entschuldigungsbrief aus dir heraus. Liebes argentinisches Volk, meine lieben Pampa-Bewohner, das hat Heinz Bert fast Plundermal-Ärger eingebracht bei der WM 1840 oder so, als er gesagt, schickt ihn in die Pampa, ausländerfeindlich. Dann haben aber Professoren nachgewiesen, dass die Pampa ein großes Gebiet in Argentinien ist und man durchaus sagen kann, geh doch dahin, so wie früher, geh doch nach drüben. Ja? Also, ja, das ist, morgen habe ich gelesen, 17 Uhr Demo. Die jüdische Gemeinde Berlins hat aufgerufen, morgen 17 Uhr Demo vor dem FDP-Hauptquartier in Berlin. Nennt sich das FDP-Hauptquartier? Doch, es heißt Hauptquartier, oder? Heißt es Hauptquartier? Heißt es nicht irgendwie ja, wie heißt Wählerhaus? Guido-Bunker oder was? Die FDP-Zentrale. Guido-Unmobil, also Guido-Immobil, Guido-Immobilie. Ja. Morgen 17 ist dieser Aufruf und es haben sehr viele empörte Bürgerinnen und Bürger unterschrieben. Unter anderem Bärbel Bohley und Udo Walz. Mhm. Ja. Nur 60 Jahre nach Kriegsende ist es soweit, wir haben wieder Wahl. Wenn, darf man das sagen? Also, ja, wir haben mal wieder mal Wahl. Ja, wieder mal Wahl. Ja, genau. Ja. 60 Jahre nach Kriegsende. Ja, aber nicht abwerten, wieder mal Wahlen, sondern wieder mal haben wir Wahl, ein wertvolles Gut, das wir auch unseren amerikanischen Freunden zu verdanken haben. Absolut, ja. Das sollten sich alle merken, die jetzt demonstrieren, dass sie nur demonstrieren können, weil die Amerikaner uns gerettet haben. Das ist aber okay jetzt, oder? Ja, ja, ja. Oder kriege ich da einen Brief von Udo Walz? Nein. Bedauern für unsere argentinischen Freunde, oder? Ich habe leider getippt, Argentinien wird Weltmeister, ausgeschieden. Die schlimmste Demütigung für Argentinien, muss ich sagen, seit damals Madonna Evita Perón gesungen hat. Was muss dieses Land noch ertragen? Argentinien ist enttäuscht. Ich habe es gerade noch gesehen in den Nachrichten. Depression. Nicht alle, nicht alle. Viele ältere Mitbürger ist es egal, weil sie drücken immer noch für Deutschland die Daumen. Please listen. Listen, you wonderful American people. Be careful with the area around Domburg, Mittelburg and Rennesse. Seeland. In Seeland. Avoid Seeland. You can see it because there are big windmills and there is a traffic jam. Shortly after Antwerpen. Don't bombard this traffic jam. That's us. We. You saved us. You freed us. Even those who didn't want to be free. Yes? 50 years ago. You gave us Coca-Cola and Rasierpins and everything. Yeah. And some of you fucked our Fräuleins. So be careful, please. Yeah?